So haben wir Tokyo Hotel noch nicht erlebt. Bei ihrem dreitägigen Aufenthalt in Tokio zeigen sich die Jungs mal wieder von einer ganz anderen Seite. Noch bei der Ankunft überraschend ähnlich gestylt, zeigt Bill später seinen neuen Look. Mit neuer Frisur, die Seiten kurz geschoren und toupiertem Deckhaar. Und nicht nur das, auch der Umgangston zwischen den Brüdern ist neu. Die beiden pöbeln beim Autogramme schreiben, was das Zeug hält. Hör auf zu blubbern, ansonsten knallst du ja gleich mal im Karton da drüben. Nee, da habe ich überall nicht unterschrieben. Du hast die Stoppen, Tom, die oder? Hast du mir hier hingelegt. Bist du bescheuert oder was? Du bist nicht mehr ganz dicht, du Junge. Hast mir die doch gerade hier hingelegt. Habe ich überhaupt nicht, die war nicht für dich. Hier bist du auch, guck dir das mal an. Tom, ich habe das nicht gemacht. Sag mal, spinn ich? Du hast mir es hingelegt. Hier fehlt, ja. Und warum hast du nicht unterschrieben, wenn ich es hinlege? Hier fehlst du. Ach, ich? Also. Ach, ich Wo sie so schön in Fahrt sind, werden auch noch alte Geschichten ausgepackt. Das war 2005. Das war 2005 oder sogar 2006. Ja, 6 auf jeden Fall. Und da war der liebe Georg nämlich in die Kelly Clarkson. Ja, steh doch dazu. Ich stehe auch dazu, dass ich Angelina Jolie mal hübsch fand. Vor allem, was du dich da überhaupt einmischst, Junge. Du willst Britney Spears. Ja und? Ja. Besser als Gülcan, Georg. Ich sehe oder Colleen. Gülcan? Nee, Colleen! Oder wo wir bei Georg in der Flasche gepisst haben und er den selten getrunken hat. Ach, das weiß er doch gar nicht. Ups. Später haben sich die Jungs aber wieder im Griff. Beim Essen wird Frieden geschlossen. Ab Tokyo Hotel im Tokyo Hotel. Hey euch. Oh.